Nein, das ist nicht euer Ernst. Und deswegen wollen wir uns mit dem Feind. Moin, hier ist Windgrüne Ente und herzlich willkommen. KiwiCraft schmeißt hier mit dem Autoklicker ein paar Stacks Steine in die Luft. Nein, nicht mit dem Autoklicker. Ach so, ja, mit Butterfly und Mouse Abuse. Das klingt auch sehr stark nach einem normalen Autoklicken. So, das ist, das hier ist jetzt die dritte Folge. Schaut ruhig bis zum Ende. Das Ganze war heute ziemlich spannend. Das hier nehme ich gerade am Ende auf. Wir haben uns das Volk gewechselt und ich hoffe mal, es gefällt euch. Was bisher geschah? Am Anfang sind wir dem venturischen Volk beigetreten. Die Idee dahinter war, eine Demokratie zu gründen. Wir fingen an, langsam unsere kleine Stadt zu bauen. Doch dann kam irgendwie an Santi. Santi ist irgendein anderer Typ und dieser Typ hat unser Dorf mehrfach geraidet. Da unser Anführer, Joel, nie irgendwas dagegen getan hat, dachten wir uns, ist das vielleicht nicht unbedingt das beste Volk. Außerdem hatte Joel so langsam die Demokratie aufgelöst und er hat irgendwie alles entschieden. Aber nicht zu vergessen, das Ganze ist immer noch Roleplay. Das heißt, alles, was hier in dem Projekt passiert, ist jetzt nicht ernst gemeint, sondern alles nur in dem Spiel vom Roleplay. Auf jeden Fall habe ich dann X-Ante Quit gefunden von dem Lunaren. Werdet ihr von Santi gegrieft oder so? Also, Santi, jetzt reicht's. Also, Santi hat auch uns schon mal angegriffen. So ist ja nicht, ja? Okay. Er hat uns auch schon mal, kann man daraus einen Teller machen? Er hat uns zum Beispiel Gold geklaut und hat einer unserer Kühen getötet. Zum Glück nicht alle. Er hat zwei übrig gelassen, weil die findet man dort nicht, wo wir sind. Ja. Und ja, na, also so ist nicht. Wir wurden auch schon angegriffen. Aber nicht mehr so oft, weil wir haben jetzt unsere Verteidigung schon langsam aufgebaut, ja, die wir dagegen einsetzen, wenn wir weg sind. Ja, ich überlege nämlich hier auch teilweise vielleicht hier die Gruppe oder den Kult zu verlassen, einfach da ich es extrem nervig finde, wenn man dann 1,5 Stunden nach Schafen sucht, die dann vermehrt und dann Santi vorbeikommt und einmal kurz alle tötet. Problem ist halt nur, ich weiß 15 Dias Kopfgeld, sage ich nur. Also, das hat damit zu tun, wie gesagt, wie schon gesagt, unser Tier wurde angegriffen, unser Papagei, ja, also deine Spezies wurde angegriffen. Oh, und ja, das geht ja gar nicht. Und die Spezies wurde angegriffen und wir haben dazu als Verteidigung natürlich gesagt, weil er ist ja durch mich gestorben, weil ich Note geschubst, hat er gesagt, kann mal passieren, ja, also erstens hat er gesagt, Herzinfarkt. Also Tiere hat er gesagt, wir haben gesagt, Tiere sind für uns. Tiere sind für uns ziemlich wichtig, haben wir sogar gesagt. Er hat so gesagt, mir scheißegal, die Tiere sind für mich nicht wichtig. Das ist zum Beispiel ein Problem, wo wir gesagt haben, nee, das geht so nicht weiter. Digga. Ich arme. Dankeschön, dass ich jetzt eine Zielübung bin. Also, das ist sozusagen unser Problem, wie schon gesagt. Ja. Dass erstens, dass unsere Tiere angegriffen werden und dann auch sagt, ja, das kann mal passieren. Ich habe eh so runter geschubst, so ist nicht, bin ich ehrlich. Ja, aber ich weiß halt nicht, wo er drauf gekommen ist. Und wenn ein Block Wasser neben ihm war, dann wäre das, also eigentlich war es ja nicht absichtlich, ja, also ist nicht. Wer wurde denn jetzt getötet? Oh nee, Teammitglied. Also jetzt reicht's. Chef. Doch 25 Kopfgeld auf Santi. Bennett übersteuert leicht. Mach mal 64, dann bin ich dabei. Nein, abgelehnt. Ein ganzer Wein wurde wieder geklaut. Wollen wir vielleicht ein bisschen weggehen, dann kann man sich besser unterhalten. Nein, ihr bleibt hier. Ich habe nicht ganz verstanden, wer jetzt aus Versehen getötet wurde. Also, ich habe euer Teammitglied getötet. Also alles ist weg. Okay, wo wollen wir hin? Nein, stopp. Folgt mir unauffällig. Ich glaube, der verfolgt uns unauffällig. Oder Bennett, du darfst mithören, allerdings musst du leiser sein. Pass auf, ich mache jetzt eine Gruppe, ja? Eigentlich ist eine Gruppe egal, aber ich mache jetzt eine Gruppe. So, die Gruppe heißt Join, Sonst, Bann. Also, perfekt. Also, das Problem ist jetzt, ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, ich habe... Okay, da hört der Spaß auf. Junge, ey, alter Autoklicker. Okay, mach ich wieder aus. Also. Ich glaube, ich habe gewonnen. Okay, wir können es besprechen. Gut, also, so ist es. Also, ich habe euer Chef getötet, ja? Okay. Aus Versehen, Chef getötet. Er ist eigentlich nur durch Falscher gestorben. Ja, ich habe Bennett auch mal aus Versehen getötet. Aber ey, das wäre jetzt wirklich beinahe mein erster Tod gewesen. Das wäre so peinlich. Ja, also. Und dann hat er mich bedroht mit Krieg. Ne, er will Krieg gegen. Okay. Wir aber haben gesagt, natürlich, weil er jetzt auf Krieg wollte, haben wir gesagt, er hat unser Vogel getötet und hat unsere Teammates bedroht mit dem Schwert. Ja, das geht nicht.
Das als unsere Verteidigung. Und dann ist er zu uns gekommen, Bennett. Bennett hat gesagt, ja, er wurde gezwungen, mit Kriegs teilzunehmen. Mhm. Ja, das war für uns kein Problem. Ja. Und ja, wie schon, er hat sich beschwert, weil er Bennett halt. Und dann wollten wir verhandeln. Wir haben ihm sogar gesagt, weiße Fahne ziehen wir sogar, obwohl wir keine hatten. Und ist trotzdem auf uns zugegangen. Das heißt, er hat uns die ganze Zeit geschlagen. Ja. Ja. Wir haben uns eigentlich nur verteidigt. Wir wollen eigentlich uns nur verteidigen. Ja? Okay, die Einstellung finde ich gut. Das Problem ist jetzt halt so, wir haben ja natürlich zurück angegriffen, so ist nicht. Weil wenn wir angegriffen werden, dann greifen wir zurück an. Ja. Thema, ja. Sowas wie Öl. Ne? Und genau, dann haben sie mich erwischt, ne? Weil mein Schild kaputt gegangen ist von denen. Weil es passiert ist. Ne? Dann haben wir gesagt, wir schätzen sehr viel auf Tiere tatsächlich. Wir sind Tierliebhaber, sonst hätten wir sie nicht mitgenommen. Und irgendjemand frisst da in deinem Gesicht. Ja, soll er weiter fressen. Also. Und ja, haben wir gesagt, ja, uns sind Tiere wichtig, wir müssen leben, also mich und Mama wirklich gesagt, wir müssen am Leben bleiben. Naja, so, ne, mir ist es schließlich egal mit den Tieren. Die bedeuten mir nichts. Haben wir gesagt, ja, wenn. Oder war es zum Beispiel, war zufällig den getötet, haben wir gesagt, da war es auch zufällig so gefallen ist. Dann haben wir weiter diskutiert. Und dann haben wir sozusagen, wie schon gesagt, die sind dann auf uns losgegangen, wir sind auf die losgegangen. Und dann sind wir noch auf die losgegangen, weil die uns ja natürlich, die haben möglichst mein Schild sozusagen zerstört. Ja, jetzt habe ich kein Banner mehr drauf. Ja, wir hatten sogar noch gesagt, wir haben einen Nicht-Angriffspakt vereinbart, ne? Wir sind neutral, ja. Aber wir haben keinen Angriffspakt gemacht, ne? Ja. Aber wer die Tiere tötet, das unterbricht sogar unseren Vertrag beispielsweise. Und das ist genau das Problem. Wir haben ja sogar noch gesagt, wir wollen eigentlich keinen Krieg machen. Ja. Das war versehentlich. Und die greifen uns sozusagen an. Eine Ewigkeit später. Hallo. Hallo. Ah, hi Kimicraft. Und zwar folgendes. Santi, ich weiß nicht, wie oft du jetzt in letzter Zeit online warst. Santi ist böse. Dieser Santi hat bei uns, also bei Joels Volk, den keine Ahnung, wie das hier heißen, ziemlich oft geraidet und alle unsere Tiere getötet, all Essen geklaut, alle Ärzte geklaut und uns die nie zurückgegeben. Und Joel hat uns den Krieg erklärt mit euch. So ja, das Ganze hat er jetzt schon zweimal gemacht und daher überlege ich mir, vielleicht ein anderes Volk anzuschließen, da teilweise die Schafe haben zum Beispiel 1,5 Stunden gedauert und die wurden einfach gekillt und jetzt sind 1,5 Stunden einfach umsonst gewesen. Mich vielleicht einem Volk anzuschließen. Also wie viel gesagt, es gibt... Ach scheiße, jetzt habe ich irgendwie vielleicht in meinen Zähne. Also Möglichkeit wäre jetzt, wie schon gesagt, entweder wir geben euch Schutz, dann muss auch Jerry uns den Frieden erklären, aber fristlos, keine Kapitulation oder sowas, also es muss fristlos sein, ansonsten soll er das nicht machen, wenn wir euch garantiert nicht helfen. Ja, und die zweite Sache wäre, wollt ihr uns... Oh nein, jetzt ist es möglich. Lass weglaufen. Ja. Ich habe kein Ding mehr. Wir beschützen dich, ich und Kiwicraft. Okay, geh mal hier weg, schnell, glaube ich. Ist besser, wenn ich mich hier nicht blicken darf. Schnell. Hui. Wabada. Hui. Wir müssen eine Endhaken machen, glaube ich. Ja. Ich habe auch keinen. Also, ich mache euch einen kleinen Raum tatsächlich. Und dann haben wir ein bisschen Platz. Oder macht das mit euren Obsidian. Gut, reicht schon. Ja, ihr macht so, ja. Okay, perfekt. Einen kleinen Raum. Kannst du mal Full Dia machen? Also, es gibt zwei Optionen. Entweder Frieden mit Joel, aber fristlos mit ihm. Oder die zweite Sache wäre halt, wer gesagt hat, er möchte bei uns vielleicht in der Föderation. Er hat Interesse an unserer Föderation, also unserem Volk. Ja. Also, wie gesagt, Föderation beitreten, bei uns halt die Regel so. Wer austritt, wird geschlachtet. Loot bekommt man sowieso nicht. Wir wissen, wie man... Oh, sorry. Wir wissen, wie wir Loot bekommen tatsächlich. Du es nicht. Aber du hast sozusagen alles verloren und wirst dann als Freiläufer von uns dann einfach gehen. Das ist so. Okay. So, das wäre die zweite Möglichkeit. Die dritte hat er auch schon Enter gesponnen. Vielleicht bleibt er einfach bei Freiläufer, ihr zwei, und läuft rum und versucht irgendwo anders eine Base zu bauen. Keine Ahnung. Da ist es so, da kann sein, dass ihr Steuern zahlen müsst. Das könnte gut sein. Oder wenn ihr entdeckt werdet, könnt ihr auch geradet sein von Santi. Ja. Wer weiß, weil Santi ist halt überall. Der war auch schon bei uns wieder mal. Ja. Hat uns wieder hier Goldapfel geschenkt. Ja, der war so großzügig für uns. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, würde ich aber persönlich nicht empfehlen. Kiwicraft, ja. Was meinst du? Du bist jetzt nicht also lange drauf. Erste Option wäre halt, wie gesagt, bei JL mitmachen. Und ich beschütze, er muss auch dann für den Krieg, muss er sagen, ja, kein Krieg mehr. Schau mal, ob ihr euch dann beschützt. Ich glaube, das wäre schwierig mit JL. Ich glaube auch. Das wäre die zweite Sache. Und die dritte Sache halt wäre Freiläufer, aber da würde ich nicht empfehlen. Also ich würde eher bei euch mitmachen. Ja, würde ich auch sagen. Oh, jetzt kann ich ein Black Marshmallow essen. Oh, ja.
So, also. Ja, ihr müsst aber dann mit eurem Teammitglied sprechen, weil so weglaufen, glaube ich, geht nicht. Ich glaube schon. Weil, ne, ihr seid ja Demokraten, habt ihr gesagt. Also könnt ihr das ja eigentlich unter euch ausmachen. Haben wir jemals was abgestimmt? Nein, weil dann kam Joel und hat sich selbst zum Oberhaupt ernannt. Joel kam und hat gemeint, ich bestimme, aber wir sind Demokraten. Ihr könnt es doch mal ausprobieren. Ich komme, ich gehe jetzt mit euch mit und fertig. Ich werde sowas von, Krieg mit denen abzetteln. Gut, vielleicht nochmal kurz Gold abfüllen, die Hotbach. Ich mach's auch. Gut, wir gehen jetzt zu ihnen hin. Gold ihr sagt jetzt, was ihr sagen wollt. Und dann greifen wir sie an. Ich gehe vorher einmal kurz dorthin und hol mal ein paar Ressourcen noch mit raus. Bevor du jetzt mit Creeper, dabei... Geh weg. Ja. Wartet ihr noch ein bisschen? Und KiwiCraft kann auch mitkommen. Hier. Ja, ich würde direkt mit reinkommen. Wenn du noch ein bisschen wartest, dann kommen wir gleich zurück hier zu der Stelle und dann holen wir dich und dann können wir Bescheid sagen. Aber vorher soll holen wir noch mal ein paar Ressourcen. Okay. Sonst können wir unsere Ressourcen da nicht mehr rausholen. Und jetzt sollten wir auch das vielleicht nicht mehr erwähnen. Ja, so KiwiCraft. Ich habe dir jetzt noch mal den Wüstentempel dort hinten gezeigt. Ja, sehr schöner. Ich kann dir sonst noch mal hier ein bisschen die Gegend oder was wir bisher gebaut haben zeigen. Okay, gut, dann müssen wir jetzt auch nicht mehr. Also hier haben wir so eine Mauer schon mal gebaut, wenn du hier mal einmal rüberkommst. Ja. Nice. Hier ist Bennett noch dabei. Ah, tatsächlich. Ja. Hallo. Ich zeig dir gerade einmal die Basis so ein bisschen. Mitbekommen? Wir wollen wieder gegrieft. Ja, habe ich mitbekommen. Habe ich KiwiCraft auch schon erzählt. Also KiwiCraft, hier vorne haben wir unsere Kisten. Ich glaube, da darf man sich auch ein bisschen was nehmen. Eigentlich jetzt nicht irgendwie alles. Ja, wer ist hier gerade bei uns? Kiwi. Ja, also, KiwiCraft. Ist nichts Böses. Kiwi? Ente. Ja. Welchem Team ist Kiwi? Der war doch schon nicht ganz raus. Neuer. Bist du dumm? Ja. Der war doch schon nicht ganz raus. Kiwi ist in unserem Team? Ja. Ja, ich war nur gestern nicht da. Der ist aber bei uns gestartet mit. So vergessen. Kiwi? Ja, was ist? Nur so, als Auffrischung. Jetzt könnte sein, einfach noch zwei neue. Auf Santi sind 25 Ich kann es gerade nicht ganz verstehen, da Bennett rein. Es könnte noch sein, dass wir zwei neue Member kriegen. Okay. John und Steini eventuell. KiwiCraft. Also, wo bist du? Ah, da. Kannst du vielleicht ein paar sinnvolle Sachen mitnehmen, da wir ja gleich auch noch eine kleine Reise machen, KiwiCraft einmal die anderen Dings zeigen möchte. Ja, und ich möchte KiwiCraft gleich einmal kurz die anderen Völker zeigen und deswegen nehmen uns kurz ein bisschen Nahrung und so mit. Ich würde nicht zu Dynamic gehen, mit denen sind wir nicht mehr so friedlich gesehen. Wir waren zwar denen wegen einem Angriffsschutz, aber der hat mich getötet. Dann bin ich zu ihm gegangen und habe ihn getötet. Ja, eigentlich muss ich jetzt warte einmal kurz, wir kommen gleich wieder. Joel ist nicht mehr lange da, sonst wir haben alles geholt, wir können ihm Bescheid sagen. Macht Bennett auch mit oder was ist da los? Bennett ist nicht gut einfach im PvP. Können ihn bis jetzt einmal schnell rüber, da sonst nicht mehr lange da ist. Wir haben Sachen, die wir gefarmt haben, mitgenommen. Wir gehen schon mal zurück, du kannst gleich auch mit reinkommen. Ja, sagt aber wenigstens schon mehr, sagt nein, dann. Und zwar kann es auch sein, dass wir vielleicht das Volk verlassen müssen. Was? Wegen Santi. Wie wegen Santi? Dass Santi dieses Volk ziemlich oft grieft und wir vermuten, dass es an dir liegt. Hä? Oh mein Gott, was? Und dass du ein bisschen zu schnell Krieg anfängst mit Leuten. Das finden wir nicht so gut. Stellst du gerade etwa meine Führungsqualität in Frage? Ein bisschen. Das war aus Versehen. Das war mit Absicht. Und deswegen wollen wir uns den Leuten anschließen, die da oben bei diesem Turm leben. Bei welchem Turm? Mit dem ihr ein Nicht-Angreifen-Vertrag hattet, den ihr dann gebrochen habt. Nein, das ist nicht euer Ernst. Und deswegen wollen wir uns... Mit dem Feind? Nein. Mit dem Feind verbindet ihr euch? Ihr verbindet euch... Also, ihr der Feind tötet keine Tiere und keine Papageien. Ey, komm, dein Ernst. Ich habe den Papagei nicht getötet. Wer dann? Ja, na, Deku selber. Aus Versehen. Aber er will es auf mich schieben, weil er es sonst nicht übers Herz bringt. Und deswegen habe ich ihm den Gefallen getan. Behauptest du jetzt? Und halt auch gesagt daran, dass ich jetzt... Ja, macht sehr viel Sinn, dem Feind einen Gefallen tun. Um sein Gewissen ein bisschen... Bei Papageien allgemein, bei Vögeln verstehe ich keinen Spaß mehr. Deswegen müssen wir leider dieses Volk verlassen. Nein, das... Nee. Doch. Ihr wollt dort zu dem Turm, dort ganz rüber. Ja. Nee. Das kann er, das erlaube ich nicht.
Das erlaube ich euch nicht. Gut, wir sind in der Demokratie 2 gegen 1. Also. Okay, nein. Tschüss, also schönen Tag noch. Nein. Vielleicht sind wir in Frieden, das weiß man immer nicht so ganz. Kommt drauf an, was du jetzt machst. Ja. Was ich jetzt mache? Ja. Also ich... Aber was muss ich tun, damit ihr hier in der Fraktion bleibt? Aus der Fraktion austreten? Ihr könnt euch nicht einfach so mit dem Feind verbünden, das geht nicht. Aber wenn wir uns mit dem Feind verbünden, dann bist du ja der Feind und dann können wir uns schlecht mit dir verbünden. Das ist doppelte Psychologie. Warte mal ganz kurz. Das ist freaking schlau. Okay, dann gehen wir schon mal. Nein, warte mal. Nein, wir reden jetzt nochmal kurz, bitte. Nee, bitte, Leute, bitte. Ey, jetzt plündert hier aber nicht alles, ne? Nein, wir plündern nicht. Nee, ich guck nur, ob wir 3 Strings haben, weil ich meinen Grappling habe. Achso, ich hab 3 Strings, dann kann ich dir was machen. Bitte. Danke. Dann können wir jetzt eigentlich los. Habt ihr das schon mit denen abgesprochen? Oder wie? Ja, wir haben es schon etwas länger geplant. Mit wem habe ich denn bitte Krieg angefangen? Ich habe mit jedem... Schau mal, Greenie. Wir beide sind doch zu jeder Fraktion gegangen und haben mit denen Frieden geschlossen. Von wegen, du weißt genau, ich würde niemals mit irgendwie einen Krieg anfangen. Und warum hast du dann Krieg angefangen? Hab ich nicht. Doch. Vergiss nicht, dass die mich zuerst getötet haben. Aus Versehen. Nein, nicht aus Versehen. Mit voller Absicht. Meinst du? Sorry, ich töte jemanden nicht einfach mal so aus Versehen. Das passiert nicht. Meinst du? Ja. Daher würden ich und KiwiCraft dann jetzt mal gehen. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Nein! Nein, ihr bleibt hier! Ihr bleibt hier! Schöne Demokratie. Ihr bleibt hier. Gut, ciao. Inventuren. Nein! KiwiCraft, bist du... Greenie. Ja, ich bin da. Okay. Achtung, vorne kommt eine Schlucht. Enterhaken drüber werfen. Ja, wäre vermutlich smart gewesen. Und jetzt laufen wir erstmal. ETF. Hier, wir müssen nach hier. Wir waren doch. Kiwi, hallo? Okay, wir haben KiwiCraft jetzt hier wieder gefunden. Er holt gerade noch mal kurz seine Todes-Items. Und dann machen wir uns gleich auf den Weg zu dem Volk, bei dem wir jetzt beigetreten sind. Und zwar hier unten war jetzt das Volk von Joel. Dort waren wir jetzt gerade eben, allerdings sind wir dort ausgetreten. Und Joel hat uns angegriffen, ganz wichtig. Und wir müssen jetzt hier, wo ist der Spawn? Hier oben irgendwo, ja, hier. Hier ist der Spawn. Und hier irgendwo, ja, hier unten ist das Volk, dem wir jetzt beigetreten sind. Das heißt, wir müssen hier einmal runter. Okay, ich schaue einmal kurz mal auf die Karte. Okay, KiwiCraft, wir müssen in die Richtung hier jetzt. Hallo! Hallo. Was ist? Also ich zeig euch alles rum. Die ist okay, ja. Merkt ihr nicht, das ist jetzt... Also ich müsste, haben hier Weizen. Ja, ich müsste, bei mir gibt es jetzt leider Big Mac. bei mir gibt es Pizza, das ist gut. Deswegen müsste ich jetzt einmal off. Joel hat uns angegriffen, nur als Info. Also zu mir hat er gesagt, er geht freiwillig und er hat gesagt, dass bei euch war gerade eine Demokratie und jetzt nicht mehr. Ja, also es war eine Demokratie und dann kam quasi Joel und dann war schon die ganze Zeit eine Diktatur. Ja. So, wir sind jetzt in diesem neuen Volk. Ich weiß gar nicht, wie dieses Volk heißt. Und wir leuchten hier gerade mal für die aus. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Sachen von denen bekommen. Und wir haben denen auch schon ein paar Sachen gegeben. Und bisher gefällt uns das hier eigentlich in dem neuen Volk sehr gut. Es regnet teilweise Steine. Das ist aber manchmal ganz ein bisschen komisch, aber das ist ja relativ normal im Gebirg, dass es Steine regnet. Ja. Warum regnet Steine? Weiß ich nicht. Hallo, ich nehme gerade auf und erkläre gerade, dass wir ausleuchten und dass es uns bei euch gut gefällt. Steine? Ja. Das ist ungewöhnlich. Möchtest du noch irgendwas Tolles in die Aufnahme reinlabern? Ich mag Kiwi mit seinen Steinchen. Ja. So, das war's jetzt mit der dritten Folge von Minecraft Apodia. Ihr seht vielleicht schon, hier sind ein paar Leute mit von unserem neuen Volk, beziehungsweise Santi, gehörst du jetzt eigentlich zu unserem Volk dazu? Ich bin immer noch mehr oder weniger ein Freiläufer. Okay. Auf jeden Fall sind wir jetzt in einem neuen Volk, ich und KiwiCraft, mit den ganzen anderen Leuten hier. Und
Die Festung hier oder das allgemein hier gefällt mir deutlich besser als bei den Venturen oder wie auch immer die heißen. Und ich würde dann mal sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, schaut auch gerne bei den anderen Leuten vorbei. Und nicht vergessen, der Server hier ist von Zepthaus gesponsert. Rabattcode und alle Links dazu sind auch mal in der Videobeschreibung. Und dann sage ich ciao und bis morgen oder übermorgen. Ich weiß noch nicht, ob ich täglich oder alle 2 Tage ein Video hochlade. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss.